Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Knights of the Old Republic. Ah, ihr habt also Bastila gerettet. Es ist gut, dass ihr hier seid. Wir haben über euren besonderen Fall gesprochen. Ich bin Zar, ein Mitglied des Rates der Jedi. Hier bei mir sind Master Rook, Master Vandar und natürlich der Chronist unserer Akademie, Master Dorak. Padawan Bastila kennt ihr ja bereits. Ihr habt also erfolgreich in eure kleine Falle gelockt. Was ist der Rat der Jedi nicht auf Coruscant? Das ist nämlich auch. Ja, der Hohe Rat des Jedi-Ordens ist auf Coruscant. Aber wir sind der Rat, der die Ausbildung von Jedi hier auf Dantooine beaufsichtigt. Ich habe ein paar Fragen an euch. Ja, da bin ich mir sicher, dass ihr die habt. Ich kann euch versichern, dass wir auch die Antworten für euch haben. Warum bin ich ein Sonderfall? Bastila hat uns erzählt, dass ihr stark in der Macht seid. Wir überlegen, ob ihr es verdient habt, als Jedi ausgebildet zu werden. Nichts wäre eine größere Ehre für mich, als die Mention der Jedi zu erlernen, Jedi-Methoden. Aus Master Zar spricht vielleicht der Übereifer. Wir brauchen einen unzweifelhaften Beweis für eure Stärke in der Macht, bevor wir auch nur daran denken können, euch auszubilden. Beweis? Der ganze Rat spürt die Stärke der Macht in diesem Mann. Und von den Ereignissen auf Taris habe ich euch ja bereits berichtet. Vielleicht war es einfach nur Glück. Wir beide wissen doch, dass es kein Glück gibt. Es gibt nur die Macht. Wir alle fühlen die Macht in Bastilas Begleiter, obwohl sie noch wild und ungeschult ist. Jetzt, da sich diese Macht zu manifestieren begonnen hat, können wir sie da wirklich ignorieren? Die Ausbildung zum Jedi ist lang und schwierig, selbst bei jenen, die jung sind und einen offenen Verstand haben. Es ist schwer, ein Kind zu lehren, doch bei einem Erwachsenen ist es schier unmöglich. Ich werde mein Bestes geben. Traditionell nehmen die Jedi keine Erwachsenen in ihre Ausbildung auf, auch wenn es in unserer Geschichte einige seltene Ausnahmen von dieser Regel gab. Ihr aber seid ein besonderer Fall. Ich stimme Master Dorak zu. Zahlreiche Schüler verlassen den Jedi-Orden und wenden sich den Lehren der Sith zu. Wir benötigen neue Rekruten, die gegen Malak antreten. Jetzt, wo Revan tot ist... Seid ihr sicher, dass Revan wirklich tot ist? Was ist, wenn wir diese Person hier ausbilden und der dunkle Lord zurückkehrt? Wir sollten diese Angelegenheit in einem privaten Rahmen besprechen. Bastila, ihr und eure Gefährten, ihr müsst gehen. Diese Sache geht nur den Rat etwas an. Wie ihr wünscht, Master Vandar. Wir werden zur Ebenhawk zurückkehren, damit ihr in Ruhe beraten könnt. Es war also doch nicht Yoda. Aber ich hatte mir schon fast gedacht, weil Yoda ist ja grün und nicht beige. Oder welche Farbe auch immer das war. Die dunkle Seite ist stark an diesem Ort. Ich spüre ihre Macht. Ist das klug? Die alten Jedi verschlossen diesen Durchgang. Wenn wir hindurchgehen, gibt es kein Zurück. Der Orden wird uns verbannen. Sind die Geheimnisse der Sternenspiele so wertvoll, Revan? Sind sie das Risiko wert? Dieser Morgen wird von Minute zu Minute merkwürdiger. Zuerst taucht Bastila auf und sieht aus, als hätte sie einen Geist gesehen. Und jetzt ihr. Bevor sie ging, sagte Bastila noch, dass ihr unbedingt vor dem Rat erscheinen sollt. Es scheint drängend zu sein. Ihr solltet sie nicht warten lassen. Hätte sie sonst noch etwas gesagt? Nein, hat sie nicht. Sie sah nicht gut aus, wenn ich mich recht erinnere. Für euch gilt das Gleiche. Seid ihr in Ordnung? Ich hatte eine harte Nacht. Gehen wir. So ist es. Okay, jetzt können wir also auch wieder Leute auswählen. Nehmen wir jetzt erstmal wieder Kendris. Und... Was, da können wir jetzt erstmal nicht aussuchen, oder? Können wir das? Nee.
würde ich eigentlich fast schon wieder auf den Druiden tendieren, weil wir wissen ja nicht, welche Türen öffnen müssen. Kann man das eigentlich ändern irgendwie? Das weiß ich jetzt gar nicht mal so. Aber jetzt erstmal wieder Levelaufstieg, würde ich sagen. Nö, okay. Gute Sonne anscheinend erstmal wieder zum Rat der Jedi. Wo der dir auf Taris geholfen hat, wirst du aus Kenduas nicht schlau. Du sollst versuchen, ihn besser kennenzulernen. Kenduas sprechen. Ja, was liegt an? Ich frage mich, ob ihr irgendwelche interessanten Geschichten gehört habt. Ihr wollt Geschichten von meinen Taten hören? Welche Kriege ich gesehen und gefochten, welche Feinde ich eigenhändig besiegt habe? Na, wenn ihr unbedingt wollt. Ich bin Kandarus vom Mandalorianer-Clan der Ordo. Ich kämpfe nun schon seit 40 Jahren eurer Zeitrechnung überall in der Galaxis. Unser Volk ist fixiert auf Ruhm und Ehre in der Schlacht. Nur durch den Kampf können wir unseren Wert beweisen, Anerkennung finden und ein Vermögen machen. Arbeitet ihr deshalb als Söldner? Die Zeiten haben sich geändert. Die Mandalore-Clans haben sich quer über den äußeren Rand verstreut. Die Republik ist im Niedergang begriffen und das Sith-Imperium nimmt ihren Platz ein. Die Clans sind keine Bedrohung mehr, aber die Galaxis fürchtet uns noch immer. Die Leute glauben, wir führten Krieg aus Bosheit oder Blutdurst. Sie verstehen nichts und fürchten sich. Aber wir wollten nur die Herausforderung der Schlacht und den Ruhm, der daraus entsteht. Sieg oder Niederlage? Wir haben verloren. Doch nun habe ich keine vernünftigen Herausforderungen mehr. Darviks Feinde zu besiegen und diese jämmerlichen Banden aus der Unterstadt von Taris im Zaum zu halten, sind nicht gerade die ruhmreichsten Aufgaben. Wenn ich an die Schlachten denke, in denen ich kämpfte, die unzähligen Feinde, die ich besiegte, oder die Welten, die ich niederbrannte, dann traure ich um meine Vergangenheit. Wir sollten darüber kein Wort mehr verlieren. Wir haben noch einiges zu erledigen. Lasst uns anfangen. Ja, ein neuer Tagebucheintrag. Wir werden uns den auch nicht durchlesen. Der größte hat, glaube ich, sowieso nur irgendwelche Dialoge. Jetzt sollen wir zum Rat der Jedi wieder zurück. Also kurz gesagt, wir den gleichen Weg, den wir gerade eben schon gegangen sind. Ich weiß nicht, gab es eigentlich auf Taris eigentlich noch, jetzt können wir es ja ähnlicher machen, noch irgendwelche Nebenquests? Weil wir hatten ja hier noch ein paar andere Sachen, die wir hier noch auf Taris hatten, die jetzt ja weg sind. Zum Beispiel das mit der Arena. Ich denke mal, das hätten wir auch theoretisch noch machen können, wenn wir das dann gewollt hätten. So, erstmal zum Rat der Jedi, würde ich sagen. Bastila hat uns von einer äußerst ungewöhnlichen Entwicklung erzählt. Sie behauptet, sie und ihr hättet einen Traum geteilt. Eine Vision, die Malak und Revan gemeinsam hier auf Dantooine in den alten Ruinen gezeigt hat. Wir kennen diese Ruinen schon lange, haben sie aber für einfache Begräbnisstätten gehalten. Vielleicht steckt aber doch mehr dahinter, wenn Revan und Malak dort etwas gefunden haben. Ja, sie schienen nach etwas zu suchen. Bastila hat den gemeinsamen Traum dem Rat sehr detailliert beschrieben. Es ist mehr als ein Traum. Es ist eine Vision gewesen. Die Macht wirkt durch euch und durch Bastila. Habe ich jetzt Visionen? Ihr und Bastila teilt ein starkes Band miteinander und mit der Macht. Das kommt nicht selten vor. Oft bildet sich so ein Band zwischen Meister und Schüler. Doch es kommt nur äußerst selten vor, dass es so schnell geschieht. Welche Gefahren auch noch vor uns liegen mögen, wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, dass das Schicksal euch und Bastila gemeinsam hierher zu uns gebracht hat. Wollt ihr sagen, dass ich mit ihr verbunden bin? Ihr zwei seid verbunden. Euer Schicksal ist eines. Gemeinsam könntet ihr in der Lage sein, Darth Malak und die Sith aufzuhalten. Doch ihr dürft euren Verstand nicht durch Vorstellungen von Ruhm und Macht vernebeln lassen. Derartige Gedanken führen euch auf die dunkle Seite. Ihr müsst lernen, dass der helle Weg lang und mühsam ist. Seid ihr bereit, zahllose Entbehrungen auf euch zu nehmen? Ja, ich bin bereit, was auch immer auf mich wartet. Ihr müsst wissen, dass weder euch noch uns in dieser Angelegenheit eine Wahl bleibt. Die Reihen der Jedi lichten sich überall in der Galaxis. Wir haben viele Jedi ausgeschickt, um Malaks Eroberungen ein Ende zu setzen. Viele sind nicht zurückgekehrt. Die Sith jagen die Jedi wie Tiere. Sie locken sie in Hinterhalte und morden unsere Brüder und Schwestern, wo immer sie ihrer habhaft werden. Wir fürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie unser verstecktes Refugium hier entdecken. Andere Jedi sind bereits gefallen und haben die dunkle Seite in ihren Herzen willkommen geheißen.
Sie haben den Sis und Malak, ihrem dunklen Lord, die Treue geschworen. Jedi ergeben sich der dunklen Seite? Es ist schwer, sich den Verlockungen der dunklen Seite zu widersetzen. Malaks Macht wächst mit jedem Planeten, der von seinen Armeen erobert wird. Wenn Malak nicht aufgehalten wird, wird die Republik fallen. Die Jedi werden gejagt und ausgelöscht. Die Galaxis wird in ein dunkles Zeitalter der Tyrannei stürzen, wie wir es schon seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen haben. Der Rat hat bestimmt, dass ihr und Bastila die alten Ruinen untersuchen müsst, von denen ihr geträumt habt. Sobald der Rat der Ansicht ist, dass ihr dazu bereit seid. Vielleicht findet ihr dort einen Hinweis, eine Erklärung, wie Revan und Malak verdorben wurden. Und vielleicht findet ihr dort auch einen Weg, sie zu stoppen. Ich bin jetzt bereit. Ich nehme den Auftrag an. Die Macht ist in euch stärker als in allen Studenten, die wir bisher sahen. Doch ihr seid stur und eigensinnig, eine gefährliche Kombination. Bevor wir euch ausschicken, die Ruinen zu untersuchen, müsst ihr in den Lehren der Jedi ausgebildet werden, damit ihr der Dunkelheit widerstehen könnt, die in euch schlummert. Ja, die in uns allen schlummert. Würdet ihr überhastet dorthin aufbrechen, wärt ihr zum Scheitern verurteilt. Dafür haben wir keine Zeit. Nee, wie ihr wünscht, Meister Wanda. Weg, Yoda. Wir müssen sofort mit eurer Ausbildung beginnen. Auf euren Schultern lastet eine Bestimmung. Ihr müsst auf sie vorbereitet sein. Das Schicksal der Galaxis hängt von euch ab. Ich kann nur hoffen, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid. Der Pfad, den ihr gewählt habt, ist schwierig. Intensives Training wird euch körperlich darauf vorbereiten. Mit Meditation werdet ihr lernen, die Kraft eurer Macht in die richtigen Bahnen zu lenken. Um die Wege der Jedi vollständig zu verstehen, müsst ihr euren Geist für das Wissen öffnen. Sucht die Weisheit in der Lehre der großen Meister des Ordens. Ein Jedi ist niemals allein. Andere Mitglieder des Ordens stehen euch immer zur Seite. Ein besonderes Band verbindet euch mit Bastila. Zögert nicht, euch an sie zu wenden, wenn ihr Hilfe braucht. Das Leben eines Jedi birgt Schwierigkeiten und erfordert hohe Disziplin. Aber obwohl ihr nur ein Schüler seid, ist euer Potenzial grenzenlos. Und euer Fortschritt ist unglaublich. In all den Jahren habe ich niemals jemanden gesehen, der das Grundtraining so schnell gemeistert hat wie ihr. Ihr habt in ein paar Wochen das gelernt, was andere in Jahren nicht lernen. Ich fühle mich geehrt, euch hiermit im Orden der Jedi willkommen zu heißen. Bald wird eure Zeit als Schüler enden. Dann werdet ihr zum Padawan. Ihr gehört damit zum Jedi-Orden, habt aber noch den niedrigsten Rang inne. Doch zuerst müsst ihr euch als würdig erweisen. Wie kann ich mich als würdig erweisen? Gemäß den Traditionen und Bräuchen des Ordens, die von Meister an Schüler seit 1000 Generationen weitergegeben werden, müsst ihr 3 Tests bestehen, bevor ihr von den Jedi aufgenommen werdet. Was? Ich bin für die Prüfung bereit, Meister Zar. Diese Tests sollen beweisen, dass ihr die Ausbildung, die man euch gegeben habt, sowohl geistig als auch körperlich verinnerlicht habt. Sobald ihr die Tests bestanden habt, werdet ihr nicht mehr Schüler sein, sondern Padawan und damit zu den Jedi gehören. Zuerst werde ich euch über euer Wissen des Jedi-Kodexes befragen. Diese Grundsätze müssen all eure Taten leiten. Bei allem, was ihr tut, müsst ihr euch ihrer Weisheit bewusst sein. Ihr müsst unseren Kodex lernen, bevor wir euch prüfen. Unterhaltet euch mit den anderen Jedi der Enklave und kommt zu mir zurück, wenn ihr mehr wisst. Alles klar, Objekte halten, Objekte verloren. Okay, ich weiß noch nicht, was er genau damit meint, weil ich habe ja nichts abgegeben oder so. Also soll es anscheinend erstmal zu ein paar anderen Jedis gehen. Was kann ich mit dem Überbrückungsteil machen? Starte Trainierungssortierung weiter. Willkommen. Das ist wichtig für den Frieden und harmonisches Leben, wenn es die vielen Wege des Jedi-Ordens verstanden werden. Nur, dass wir wissen, kann jeder der wahren Wesen der Macht erkennen. Achso, hier können wir uns nur ein bisschen was durchlesen, so ein bisschen über Jedis. Das werden wir jetzt aber nicht machen, das dauert einfach ewig lange. Gucken wir nochmal hier bei der Werkbank, da waren wir nämlich auch schon länger nicht mehr. Können wir irgendwas aufwerten vielleicht? Wir haben keinen Kristall, ne? Hey. Also Schwert geht schon mal nicht. Haben wir jetzt mittlerweile genug Stuff, um mal irgendwas hiervon mal aufzuwerten? Tatsache. Wie kriegt das jetzt hin? Ja, zusammenbauen.
Ah ne, das eine Teil fehlt uns da ja noch. Aber hier haben wir doch alles. Also das können wir eigentlich so lassen, ne? Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Das System hier hinter. So. Okay. Dann gucken wir nochmal kurz auf die Map, wo wir zum Beispiel noch hin könnten. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um, würde ich sagen. Vielleicht könnt ihr die anderen Jedi uns hier unten noch ein bisschen was sagen. Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen des Spiels findest. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, um nichts Neues mehr zu verpassen. Dafür kannst du einfach jetzt in die Mitte klicken. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.